So, und da sind wir wieder. Glauben Sie, dass es genügend und die Beweise für hören hier einfach nicht auf zu quatschen, ne? Geht ihr mal... Wir haben schon muss ich jetzt hier einmal drum rumlaufen, oder was? Auch wenn es nicht ich kann auch nicht schneller laufen. Okay. Was ist mit dir? Du liest ein Buch, okay. Ja, herzlich willkommen zurück zu The Order 1886. Es gibt nichts mehr zu besprechen, Isabel. Wir sollten wenigstens Informationen sammeln. Die Regierung wird sich darum kümmern. Vater, der Orden darf nicht untätig bleiben und die Halbblüter dulden. Du kannst nicht leugnen, dass etwas Wahrheit in dem steckt, was Percival gesagt hat. Bedenken Sie, wo Ihr Platz ist, Lady Igraine. Wer sind Sie, dass Sie die Weisheit des Rates anzweifeln? Ja, Lord Kanzler. Ja. Kapitel 2, glaube ich. Meine ich mal. Jo. Wir sind jetzt, denke ich mal, auf dem Weg wieder raus. Ich konnte leider gerade die Sequenz nicht abbrechen. Ich habe auch nicht mehr wirklich zugehört. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so wirklich, um was es... kümmert sich zur rechten Zeit darum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Wie Sie wünschen. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir Lucan. Alistair. Du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lordkanzler zu Diensten sind? Du bist der Ritterkommandant! Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Wie der Ritterkommandant es wünscht. Und wir gehen rein. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material. Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Igraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Ah. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Hm? Viel Glück und viel Erfolg. Stets zu Ihren Diensten, Sir Galahad. Ich mag diesen... Tesla, wie gerufen. Ich mag den Bruder von Izzy nicht. Das... Izzy mochte ich anfangs auch, aber dann auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt Herrn Tesla. Sollen wir hinterher gehen? Hallo. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf.
Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lykana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Okay. Auf jeden Fall, ich hatte mal gegoogelt. Und der sieht echt aus wie der Tesla damals. Das finde ich ganz cool. Was ist das? L2... Können wir uns hier alles angucken. Und da werde ich jetzt noch... Ich werde noch mal ein bisschen genauer hingucken, weil hier habe ich mich auch nicht so wirklich umgeguckt. Und das ist doch schon sehr interesting hier mit den Zeichnungen. Guck mal hier, ein Zeppelin. Den haben wir auch, glaube ich, gesehen. In der allerersten... Also nicht in der allerersten Sequenz, sondern als wir draußen vor der Tür waren, da ist der, glaube ich, oben so langgedüst, dieser doppelte Zeppelin. Was ist hier unten? Ich weiß nicht, was das ist. Was haben wir hier noch? Irgendeine Spule. Und irgendwas, was gerade rumgebritzelt hat. Da britzelt. Hat es gerade gebritzelt. Was ist das? Das sieht aus wie eine Lampe. Da ist noch eine Spule. Ist irgendwas mit Licht. Das sieht aus wie ein Telefon. Das weiß ich auch nicht, was es ist. Das zeigt aber auch irgendwas an. Jo, was ist das da? Ist das ein Feuerlöscher? Ja, steht auch drüber. Guten Tag. Was ist das? Auch irgendein technisches Gedöns. Sieht ein bisschen aus wie ein altes Radio. Was ist das? Achso, das ist die Zeichnung dafür. Was auch immer das ist. So, da haben wir noch eine Tafel. Oder was hat er denn hier in seinem Dings-Werkzeugwagen? Bohrer. Schraubenschlüssel. Zange. Was haben wir hier? Ach, das ist irgendwas mit Chemie. Keine Ahnung. Entschuldigung. Ich habe heute irgendwie sehr viel Verkehr hier draußen. Was ist das? Weiß ich nicht. Ah, Limewater. Surgical Spirit. Chill. Syrup. Und dann halt irgendwelche komischen Sachen. Wie so komische Gefäße. Sir Galahad. Nee, noch nicht. Ich bin hier jetzt noch beschäftigt mit rumgucken. Da haben wir nämlich noch was. Nimm es. So, was haben wir denn hier? Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Sir Galahad. Nein, jetzt noch nicht. Nicola, sie ist schlauer Hund. All sizes plump and petite. Mhm. Sir Galahad. Nein, ich bin noch nicht so weit. So, was haben wir hier? Das ist nochmal die Zeichnung, die auch hinten lag. Haben wir halt noch anderen Kram, wieder eine Spule. Sir Galahad. Ja, das packe ich mal noch nicht an, weil ich glaube, das es geht da, glaube ich, weiter. Also dann fängt er mit uns an zu quatschen, glaube ich.
Sir Galahad. Ja. Da ist noch eine Spule. Alles mögliche Kram hier. Sir Galahad. Yo, ist gut. Ich bin doch schon so halb auf dem Weg. Ah, oh, da ist so eine komische Lampe da. Kann man so dran packen. Die mag ich. Da haben wir auch eine von zu Hause. Und hier ist wieder so ein Radio. Sir Galahad. Yo, ich komm doch gleich. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Der Mann ist ein Sir Galahad. Mhm. Okay, jetzt haben wir noch das hier. Was auch immer das ist. Auf jeden Fall High Voltage. Das müsste ja eigentlich überall drauf stehen. Jetzt gucken wir uns noch das hier an. Was haben wir denn? Ja. Ziemlich antik. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Ach so, das ist sowas wie der auf der Schulter hat, nur älter. Sir Galahad. Ich glaube, jau. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rum. Guck noch, ob ich hier noch irgendwas Feines finde. Sieht aus wie ein Mini-Kühlschrank. Sir Galahad. Was ist denn hier los? Sir Galahad. Jaha. Lass mich doch erstmal hier gucken. Was hier sehr viele interessante Sachen. Ah, der hat so eine Bogenschusskanone. Bogenschuss, wie macht das Sinn? Ja, ich bin doch schon da, Junge. Bitte, hier entlang. Ja. Ach, so. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Riecht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Was? Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, was ich jetzt damit machen soll. Okay. Schließen Sie das bewegende Quecksilber zwischen den Nadeln ein, halte L3 gedrückt, um die linke Röhre zu schließen, halte R3 gedrückt, um die rechte Röhre zu verschließen. Und wir müssen jetzt einfach, wenn diese beiden Kugeln zwischen den roten Dingern sind, müssen wir einfach drücken. Das war schon mal falsch. Darf ich die anderen jetzt nicht mehr drücken? Achso, ich muss den gedrückt halten? Okay, ich muss den gedrückt halten. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Hier. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Okay, jetzt können wir uns das erst nochmal angucken. Mhm. Okay, ich glaube, wir können auch noch irgendwie Luft anhalten oder so. Ihr Können erstaunt mich immer wieder. R3 vergrößern. Okay, R3 ist da. Mhm. L3 gedrückt, um ruhig zu ziehen zu können. Nice.
Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen.